Ich will noch einen Namen erwähnen, der in der Naturphilosophie eine wichtige Rolle gespielt hat, und das ist der Name Francis Bacon. Bacon. Und der hat eine Auffassung entwickelt bezüglich des Experiments in der Naturwissenschaft, dass es sozusagen gilt über das Experiment. Und er hat das so ziemlich wörtlich so formuliert, die Natur auf die Folter zu spannen, um ihr die Geheimnisse zu entlocken. Die Natur im Experiment auf die Folter spannen, um ihr die Geheimnisse, ihre Geheimnisse zu entlocken. Das heißt also, auch im Experiment selber solche Bedingungen zu schaffen, die Natur im Grunde sezieren. Das Interessante ist, der gleiche Francis Bacon hat eine wesentliche Rolle gespielt in der Hexenverfolgung. Und das Denken, mit dem er die Richtung der Naturwissenschaft formuliert hat, das ist im Grunde entlehnt und findet sich wieder in seinem Verständnis, wie man mit den Hexen zu verfahren hatte. Sie nämlich mit der Inquisition auf die Folter spannen, um ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Ihre Geheimnisse waren erstmal, dass sie andere vermeintliche Hexen denunzieren sollten. Ihre Geheimnisse waren aber auch zum Beispiel die spirituelle Heilkunst. Ja, die konnten ja hexen. Die konnten etwas, was man ohne den Kontakt zu diesen Lebensenergien nicht konnte. Und die Inquisitoren wollten den Hexen diese Geheimnisse entlocken. Auch diese, nicht nur die Denunziation. Und sie haben sie auf die Folter gespannt. Und übrigens teilweise so, dass ihnen Arme und Beine, die Glieder rausgerissen und rausgezerrt wurden aus dem Körper. Und sie zu Tode gequält wurden, wenn sie denn ihre Geheimnisse nicht preisgaben. Das alles war offiziell kirchliches Gesetz, dann auch staatliches Gesetz. Und der Francis Bacon war einer der staatlichen, meines Wissens der staatlichen, ja, Oberankläger, Staatsanwalt, würden wir heute vielleicht sagen, in diesem Hexenprozess. Mit der gleichen Verachtung und, wenn man so will, Barbarei, die er den Frauen in diesen Hexenprozessen entgegengebracht hat, hat er ein Verständnis bezogen auf die Naturwissenschaft formuliert. Er galt als Philosoph. Die Natur auf die Folter spannen im Experiment, um ihr die Geheimnisse zu entlocken. Wenn man sich manche Richtungen der naturwissenschaftlichen Forschung in späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten vor Augen hält, hat es ja tatsächlich zuweilen diese Formen angenommen. Und ich habe mehrmals in der Reichveranstaltung darauf verwiesen, und hier vielleicht mal am Rande, dass ja weite Teile der Naturwissenschaft, gerade auch der, in denen es um die Erforschung des Lebendigen geht, Biologie, Medizin, nur mal um die zu nehmen, dass die ja verstärkt übrigens in den letzten Jahrzehnten Untersuchungsmethoden entwickelt und angewendet haben, bei denen zuallererst das Lebendige, das Leben, abgetötet wird, ehe der Forschungsprozess beginnt, ehe die Suche nach den Geheimnissen des Lebens beginnt. In der Biologie ist das die Elektronenmikroskopie, die in den letzten Jahrzehnten fast alle Labors dieser Welt erobert hat.
Und in der Elektronenmikroskopie muss das untersuchte Objekt vorher abgetötet werden. Es gibt verschiedene Verfahren. Eines ist, dass man das untersuchte Objekt in Paraffin, in Wachs einlegt und dann feinste Schnitte macht, dünnste Scheiben. Und diese dünnen Scheiben werden dann unter das Elektronenmikroskop gelegt. Und dort kommen dann die wunderbaren, in Anführungsstrichen, scharfen, unglaublich hochvergrößerten Schnittbilder raus. Diese Querschnittbilder. Nur, sie haben einen Mangel, das Leben ist vorher abgetötet worden. Und dann sucht man mit Hochvergrößerung dann ab. Eine andere Methode in der Elektronenmikroskopie ist, dass man diese untersuchten Objekte im annähernden Vakuum mit Quecksilberdampf bedampft. Das sind dann diese Bilder, wo so ganz plastische, räumlich wirkende Objekte fotografiert werden. Dieses silbrige Glänzen, das sind auch faszinierende Bilder, tolle Strukturen, die man da mit Elektronenmikroskopie abbilden kann. Aber auch hier gilt, sie haben den einen Nachteil, wenn ein lebender Organismus in ein Vakuum gebracht wird und dann noch unter Quecksilber bedampft wird, bleibt vom Leben nichts mehr übrig. Es sind alles tote Objekte. Es ist nicht nur das, dass das Leben raus ist. Experten der Elektronenmikroskopie haben in den letzten Jahren zum Teil mit Schrecken selber wahrgenommen, dass sie jahrzehntelang etwas Schärfstes abgebildet haben, hochvergrößert haben, was die Folge ist ihres brutalen, jedenfalls verzerrenden Einwirkens auf das untersuchte Objekt. Das heißt, sie schaffen mit der Methode Strukturen, die vorher gar nicht existiert haben. Und bilden das, was sie selber geschaffen haben, dann schärfstens ab. Jetzt gibt es ja verschiedene Methoden. Jede der Methoden verändert den beobachteten Gegenstand in verschiedener Weise. Mit Methode A kriegt man eine völlig andere, veränderte Struktur als mit Methode B. Und Experten auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie mussten oder haben teilweise bekannt, dass sie, wenn sie in der Methode geschult waren, gar nicht erkannt haben, dass das abgebildete Objekt der anderen Methode, dass das eigentlich das Gleiche ist. Ursprünglich das Gleiche. Man schafft mit der Untersuchungsmethode etwas, von dem man meint, es sei die Natur, aber es ist eine so veränderte Natur. Es ist eine abgetötete Natur. Und es ist in der Struktur auch noch eine so veränderte Natur oder nicht mehr Natur, dass man sich da zwar dran berauschen kann an diesen Bildern, aber mit dem Naturprozess in seiner ursprünglichen Form hat es überhaupt nichts mehr zu tun. Es sind jahrzehntelang moderner Forschung im Bereich von Biologie unter anderem, im Bereich von Medizin. Die Grundlagen für ein solches Vorgehen, sozusagen die philosophische, wenn man so will, ideologische Legitimation, hat wohl seinerzeit wesentlich der Bacon formuliert. Im Experiment die Natur auf die Folter spannen, ja, da wird ein Mensch auch verändert, dem werden nämlich die Glieder aus dem Leib gerissen. Und er wird zum Schreien und Brüllen vor Schmerzen gebracht. Um darüber, also durch Gewaltanwendung, durch Vergewaltigung, Geheimnisse, Naturgesetze in dem Fall zu entlocken. Wenn man das vergleicht mit dem intuitiven Empfinden und sich hineinfühlen in die Natur, sozusagen aus einer liebevollen Verbindung und, wenn man so will, Verschmelzung
mit dem Naturprozess, dann ist das so ein Kontrast, wie man ihn sich schärfer nicht vorstellen kann. Es ist übrigens interessant, dass diese Verachtung oder auch Missachtung gegenüber der Frau, also bei den Hexen ja besonders gegenüber den Waisenfrauen, historisch immer wieder parallel gegangen ist mit einer Verachtung und Missachtung von, wenn man so will, Mutter Erde, von Natur. Diese patriarchale, sexualfeindliche, lustfeindliche, frauenfeindliche Ausrichtung der Gesellschaft und dann auch der Wissenschaft, die durch und durch davon geprägt ist, findet sich also parallel in der Geschichte immer wieder als eine Missachtung und Verachtung und Ausbeutung und Unterwerfung der Frau auf der einen Seite, auch der Frau als Verkörperung des lebensspendenden Prinzips und als eine Missachtung, Verachtung, Ausbeutung und Unterwerfung und Beherrschung der Natur. Das heißt ja nicht Naturbefrauung, es heißt Naturbeherrschung. Die Herrschaft der Herren, nicht nur über die Sklaven, der Herren über die Knechte, der Herren über die Lohnarbeit, sondern auch der Herren über die Frauen, der Herren über die Natur. Durchgängig patriarchalische Prinzipien. Das, was sich dort an wissenschaftlichem Fortschritt entwickelt hat, ist insoweit nicht nur ein Schritt, sondern viele Schritte fort von dieser ursprünglichen Verbundenheit, der intuitiven, der liebevollen Verbundenheit der Menschen mit der Natur, die aus dieser Verbundenheit der Natur, weder der eigenen inneren Natur, noch der aus der Sicht des Mannes, der Natur der Frau, noch der sogenannten äußeren Natur, derartige Gewalt jemals hätten antun können, weil sie aus dem Mitempfinden selbst zutiefst darunter gelitten hätten. Es hätte ihnen wehgetan. Sie wären gar nicht auf die Idee gekommen. Nachdem aber dieses Lebendige in den Menschen niedergerungen war und das patriarchale Prinzip die ganze Gesellschaft und dann eben auch die Wissenschaft geprägt hat, ist dieses Prinzip der Beherrschung zum allgemeinen Prinzip geworden. Herrschende Wissenschaft. Da muss man nur mal hinhören. Herrschende Wissenschaft. Wenn Frauen dieselbe Arbeit machen, die Männer, ist es auch möglich, dass sie es genauso machen. Ja, das zeigt nur, wie tiefgreifend diese Herrschaftsstrukturen dann wirken, wenn sogar die Frauen die Herrschaft verinnerlicht haben. Und auch im Wissenschaftsbetrieb, auch in der Politik, auch in der Gesellschaft anderswo, sind es ja zum Teil dann Frauen, die es noch viel schwerer hatten, sich in der Hierarchie sozusagen hochzuarbeiten und sich selbst zu verleugnen. Und wenn sie dann oben sind, sind es zuweilen die übelsten Herrscher. Das ist leider so. Deswegen kann man das heutzutage nicht daran festmachen und sagen, Männer sind schlecht, Frauen sind gut. Das ist viel zu einfach. Diese Herrschaftsstrukturen
sind so in alle Ritzen und Poren der Gesellschaft eingedrungen und in die emotionalen Strukturen von Männern und Frauen. Ich will diesen Zusammenhang, den ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, jetzt nochmal aufgreifen, wie nach meiner Auffassung die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, des dahinter stehenden Verwertungsinteresses des Kapitals, der Technologie und im Zusammenhang damit der Wissenschaft eine Ausrichtung gegeben hat, eben genau in diese Richtung der Naturbeherrschung. Hier will ich ansetzen. Diese Zersplitterung des Arbeitsprozesses, das hatte ich am letzten Donnerstag schon mal ein Stückchen angedeutet, brachte ja dann diese Wiederholung der immer gleichen Abläufe mit sich. Und es ist ja dann naheliegend, das lieber durch einen Mechanismus ausführen zu lassen. Sozusagen die Bewegung des Werkzeuges, also in dem Fall waren das die Schraubenschlüssel oder wenn da irgendwelche Löcher gebohrt werden und nicht den Handwerker hier das machen zu lassen, sondern einen Mechanismus, eine Maschine zu entwickeln, wo die Bohrerspitze sich dreht. Oder die Säge nicht hier so mit der Hand zu führen, sondern entweder so eine Bandsäge, ja, die dann wie so ein Lauf, also wie so ein Riemen da läuft und das kriegt kein Mensch hin, ja, auch der Schnellste. Kriegt das nicht hin, was so ein Mechanismus zustande bringt. Oder die Kreissäge. Ja, und das Brett. Das kriegt kein Tischler so schnell fertig. Oder der Schneider, der hat die Nadel geführt. Ja, da gab es ganz flinke Schneider, die haben so hier von früh bis abend und. Aber auch das war gar nichts gegen den nächsten Schritt, nämlich die Nähmaschine. Und ihr kennt das vielleicht noch aus eigener Erfahrung, die ältere Generation ganz sicherlich. Die Nähmaschinen, hier wo der Mensch nur noch so den Antrieb da reinbrachte. Also unten diese Tretplatte immer bewegte. Und dann wurde darüber ein Rad bewegt und hier oben war ein kleines Rad und dann gibt es hier den Transmissionsriemen und dann ist hier eine Achse dran. Ja, und dann wird das umgesetzt, also die Mechanik im Einzelnen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber im Prinzip ist es klar, dass das dann in Auf- und Abwärtsbewegung der Nadel umgesetzt wurde. Da war der Faden dran und das war dann die Nähmaschine. Also hier treten, die Bewegung musste über den Transmissionsriemen übertragen werden. Dadurch hat sich das ungleich viel schneller bewegt als dieses Rad. So, und dann die Nadel. Und dann braucht man den Stoff nur zu nehmen. Zack, ist eine Naht fertig. Es kriegt kein Schneider hin. Was man dafür brauchte, war Kenntnis darüber, wie diese Mechanismen funktionieren. Hier haben wir zum Beispiel ein Gesetz der Physik, also wie sich diese Kraft von hier nach da überträgt und die Bewegung dadurch beschleunigt. Es gibt andere Werkzeuge, es fängt ja im Grunde schon beim Hammer an, da haben wir die Hebelwirkung. Viele Mechanismen nutzen die Hebelwirkung, also Hebelarm, hier ein langer Hebelarm. Und wenn man hier die Kraft ausübte mit dem langen Hebelarm, dann wurde das hier entsprechend bei dem kurzen Hebelarm in die große Kraft umgesetzt. Oder so hier runterdrücken und da hoch. Also ließ sich die Kraft verstärken durch die Ausnutzung dieser unterschiedlichen Hebelarme. Das galt es ja auch erstmal im Experiment raus. Ja, die Hebel gesetzt. Das heißt, es liegt nahe, dass in dieser Phase, wo solche Mechanismen konstruiert werden mussten, der Zweig der
Physik, der Naturwissenschaft, eine besondere Blüte erlangte, den man Mechanik nennt. Ja, das musste erst mal herausgefunden werden. Was sind denn die Gesetze hier der Mechanik, dass sie sich dann nutzen lassen für technische Mechanismen? Es bestand in der Phase ein massives Interesse an dem Einsatz von solchen Mechanismen. Also erlebte dieser Zweig der Physik eine entsprechende Schubkraft, einen entsprechenden Auftrieb. Nun, mit diesen Mechanismen ließen sich dann ja ungleich viel mehr der Stücke fertigen, die Stückkosten sanken. Diese Unternehmen hatten dann einen Vorsprung in der Konkurrenz, also entsprechend dem Bild der Rolltreppe, machten sie einen Schritt nach vorne. Die anderen konnten nicht einfach stehen bleiben, weil sie dann bei verschärften Tempo hinten runterpurzeln. Die mussten jetzt auch. Ja, mussten auch dazu übergehen, zur Mechanisierung. Handarbeit war nicht mehr konkurrenzfähig, auch nicht diese zersplitterte Handarbeit. Sie mussten übergehen zur Mechanisierung. Dann hörte aber der Konkurrenzdruck, den ich dort oben angedeutet habe, dass das Kapital auf diesen ganzen Produktionsprozess drückt, der hörte ja nicht auf mit der Mechanisierung. Also musste die Grenze, die die menschliche Körperkraft jetzt der Produktivitätssteigerung entgegensetzte, die musste auch noch überwunden werden. Der nächste Schritt war also, die Bewegung, den Bewegungsantrieb nicht mehr durch Menschen durchführen zu lassen, sondern irgendwie anders und irgendwie wirksam. Nun, da gab es eine ganze Reihe, da muss man ins Museum für Technik gehen oder Deutsche Museum in München, das ist ja toll, diese ganze Technikgeschichte dort auch unter dem Gesichtspunkt mal sich anzugucken, auf den verschiedenen Gebieten. Was die sich alles so einfallen lassen, um diese beschränkte menschliche Körperkraft sozusagen diese Grenze zu durchstoßen, zu überwinden. Ja, so wie beim Schall, die Durchbrechung der Schallmauer führte dazu, dass es eben doch noch schneller als der Schall geht, die Bewegung. So brauchte es hier die Durchbrechung der Schranken menschlicher Körperkraft als Antrieb für Mechanismen. Nun, dann hat man sich alles Mögliche einfallen lassen, man hat Tiere in solche Laufräder getan. Wie heißen diese Dinger? Tretmühlen. Ja, hier teilweise hat man Menschen da auch reingetan. Wir haben heute noch in unserer Sprache und sehr anschaulicher, man ist in dieser Tretmühle drin. Das war aber früher wörtlich zu nehmen. Die haben von früh bis abend sind diese Treppe da, eine Treppe nach der anderen, sind auf der Stelle stehen geblieben, aber das Rad drehte sich unter ihren Füßen. Da standen halt so ein paar Leute in so einer Tretmühle drin und das war ihr Job. Meinetwegen, dass man hier dann Kühe oder Ochsen da hat rumlaufen lassen, die liefen nur den ganzen Tag im Kreis. Naja, für Ochsen kann man sagen, es bekommt denen ganz gut, die sind sowieso blöd, ja? Obwohl andere Kulturen davon ausgehen, es sind die heiligen Kühe. Ja? Aber in diesem Verständnis, dass die Tiere eben auch nur zur Ausbeutung da sind, war das gar kein Problem. Ja? So. Immer dieselbe Leier. Ich bin jetzt schon schwindelig bei 3 Runden. mit Menschen hat man es auch gemacht, die dauernd von, ja, ständig nur im Kreise laufen lassen. Also alles Mögliche, was man sich hat einfallen lassen. Aber das war auch noch nicht genug. Ja, auch diese Kraftübertragung, die es ermöglichte, so ein langsames Kreisen dann in ziemlich schnelle Drehungen mit solchen Transmissionslinien zu übertragen oder mit Zahnrädern, gibt es ja auch, große und kleine Zahnräder. Das war auch noch nicht genug. Es war ja immer dieser treibende Druck, letztendlich der Verwertungsdruck, wie die Faust im Nacken, auf all denen, die auf der Rolltreppe da ihrerseits nun im Konkurrenzkampf so machen. Und wehe dem, wenn sie langsamer wurden als die Konkurrenz, drohte der Absturz.
Also muss es weitergehen. Auch das hatte ich letztes Mal ganz kurz angedeutet, aber ich will es heute in diesem Zusammenhang nochmal ausführlicher reden, nämlich der nächste Schritt war, nicht den Menschen, auch nicht die Tiere als Antriebskraft zu nehmen, sondern andere Energiequellen zu nutzen, um die Mechanismen zu bewegen. Aber auch hier gilt, von außen zu bewegen. Ursache, Wirkung. Ursache, Wirkung. Man brauchte also für diese Art der Mechanismen dann ein Prinzip, was vorhandene Energiequellen nutzen konnte, umwandeln konnte. Nun, es gab ja eine ganze Reihe, zum Beispiel der Wind. Ja, das ist ja nun früher für die Segelboote sowieso der Antrieb gewesen, für die Windmühlen auch. Aber der hatte den Nachteil, dass es Gegenden gab, wo der Wind nicht so reichlich war und vor allen Dingen, er war nicht regelmäßig. Er war nicht berechenbar. Und der kapitalistische Produktions- und Verwertungsprozess, der wollte ja nun die Maschinerie möglichst am besten ununterbrochen am Laufen haben. Keine Pausen einlegen, nicht mal schneller und mal langsamer, je nachdem wie der Wind kommt, sondern ununterbrochen und ständig so schnell wie möglich. Dafür war die Windkraft in den meisten Gegenden nicht zuverlässig genug. Und wenn da zwischendurch Pausen waren oder Windstille und Flaute und der Kapitalist hatte dann Lohnarbeiter angestellt, ja, was macht er mit denen? Und er hat Geld in die Maschinen und Anlagen gesteckt und nun ruht diese Anlage und wirft nicht schon wieder, spuckt nicht schon wieder Mehrwert aus. Das ist nichts, das ist Verlust. Also muss jede Pore und Ritze der Zeit ausgefüllt werden und es muss gewährleistet werden und dahinter steckt das Verwertungsinteresse. Ein ständiger, ständig laufender Produktionsprozess. Am liebsten jedenfalls. In dem Produktionsprozess wurden dann erstmal die Arbeiter, sofern sie überhaupt noch gebraucht wurden, auch mit Arbeitszeiten von 18 Stunden eingespannt. Auch die übrig bleibenden Lücken wurden noch gefüllt mit Schichtarbeit. Der Kapitalismus, der nun als Marktwirtschaft, der nun den allgemeinen Wohlstand bringen sollte, hat ja erstmal dazu geführt, dass die früher reichlich vorhandenen Feiertage alle zusammengestrichen wurden. Ottmar Latow hat ja neulich erwähnt, die haben früher ein Drittel des Jahres nur gefeiert, die Menschen. Es wurde alles zusammengestrichen. Und die Arbeitszeiten wurden nicht mehr nur darauf beschränkt, was weiß ich, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und davon abhängig gemacht, im Rhythmus der Zeit, sondern davon abgetrennt, davon abgelöst. Und solange dies nur irgendwie ging. Aber jetzt eben ein Antrieb, der diese begrenzten Körperkräfte von Tier und Mensch, aber auch dann die unzuverlässigen, unregelmäßigen Bewegungsantriebe von Wind und auch Wasser überwand, der sich nicht daran band, an diese Unzuverlässigkeit. Ja, der wesentliche Schritt war die Entwicklung der Dampfmaschine. Und die Dampfmaschine beruht ja auch auf der Physik. Und die Physik, die dem zugrunde liegt, ist gewesen und ist immer noch die Wärmelehre. Die Wärmelehre scheint ja erstmal etwas ganz anderes zu sein, als die Mechanik gewesen ist. Und dennoch zeigte sich in der Entwicklung der Physik, dass die Wärmephänomene, also etwa das Ausdehnen von Gasen und Flüssigkeiten und auch festen Körpern bei Erhitzung, dass die sich ja sogar auch interpretieren ließen, sozusagen mechanistisch. Sie ließen sich interpretieren als eine mehr oder weniger starke Molekularbewegung. Und je stärker, je mehr sich die Moleküle bewegen, umso mehr Raum nehmen sie ein. Also eine Gasmenge braucht dann mehr Raum.
Also dehnen sie sich bei Erhitzung auf. Und das ganze Wärmephänomen wurde physikalisch sozusagen auf den gleichen Nenner gebracht wie die mechanischen Bewegungen. Es ist einfach eine stärkere Bewegung der Moleküle. Das war nochmal ein Riesenfortschritt, scheinbar nochmal eine Untermauerung der Richtigkeit dieses mechanistischen Verständnisses der Physik. Jetzt sogar übertragen auf Wärme. Auch Wärme ließ sich mechanisch interpretieren als Ausdruck von Molekularbewegung, von mehr oder weniger Molekularbewegung. Und dann hat man diese Phänomene im Experiment genauer studiert und welcher Druck entsteht und wie sich mit der Mechanik dann dieser Druck weiterleiten lässt, also umleiten lässt in Bewegung. Ja, und dann haben wir wieder das gleiche Prinzip. Durch die Dampfmaschine wurde eine große Achse bewegt, Transmissionsriemen auf ein kleineres Rad und hier nochmal von da ausgehend Transmissionsriemen hier unten in der Fabrikhalle. 1, 2, 3 und so weiter. 100 solcher einzelner Räder ließen sich über eine Dampfmaschine und die Kraftübertragung in Bewegung halten. Jede einzelne dieser Maschinen hatte dann Möglichkeiten, sich sozusagen einzuklinken in diese Bewegung oder abzukoppeln davon oder dann mit verschiedenen Zahnrädern oder Transmissionsrädern mehr oder weniger schnelle Geschwindigkeit da abzuzapfen. Dahinter steckte und dem zugrunde lag der Dampfkessel. Und, das soll hier eine Flamme sein, das Aufheizen von Wasser in diesem Dampfkessel, Erzeugung eines Dampfdrucks und Übertragung des Dampfdrucks dann hier auf, also Umwandlung in Bewegung, in rotierende Achse. Dafür brauchte nun diese Technologie eine Quelle der Erwärmung. Und das war überwiegend erstmal die Kohle. Nun hätte man die Kohle von den Gegenden, in denen sie gefördert wurde, hintransportieren können, dort wo sie gebraucht wurde. Die industrielle Entwicklung in England ist aber anders gelaufen. Sie ist so gelaufen, dass sich die Industrie dort angesiedelt hat, in der räumlichen Nähe der Kohlevorräte. Dann sparte man sich den Kohlentransport. Da kam eine räumliche Zusammenballung. Etwas, was übrigens langfristig verheerende Probleme mit sich gebracht hat. Die Zusammenballung in den Städten und die Entleerung des Landes. Das sind Regionalstrukturen, die für beide Teile höchst problematisch wurden. Die Städte in den Ballungszentren, die schließlich nicht nur an Umweltbelastung, sondern auch an Verkehrsinfarkt und so weiter, an sozialen Problemen und Kriminalität, ja, fast zusammenbrechen. Auf dem Land die Entleerung, der Verlust an gesellschaftlichem, kulturellem Leben, ja, im Grunde tendenzieller Verdummungsprozess, der vielfach damit einhergegangen ist. Also eine regionale Polarisierung. Höchst ungesunde Strukturen. Das hat auch diese Industrialisierung und dieser Verwertungsdruck und diese Technologie mit sich gebracht. Nun, die gleiche Technologie der Dampfmaschine wurde dann auf Räder gesetzt und auf Schienen gesetzt. Und das war die Eisenbahn. Die Eisenbahn hat nochmal die ökonomische Entwicklung enorm geprägt, auch die regionalen Strukturen enorm geprägt, was entlang der Eisenbahnlinien war. Dort siedelten sich die Städte an und andere Gegenden entleerten sich. Was wir hier in beiden Fällen haben,
das sind wesentliche Triebkräfte jetzt von der Technologie her der Industrialisierung gewesen. Die Eisenbahn natürlich dann auch Transportmittel für Waren und Personen, das heißt vorher gegeneinander relativ isolierte Regionen wuchsen zusammen, die Märkte wuchsen zusammen, sodass das, was der eine in der einen Gegend an Kostenvorteilen hatte, das konnte dann auch andere Märkte erobern, andere Regionen erobern, weil die Transportkosten immer billiger wurden. Die Technologie, die das hier genommen hat, war die aus unter Ausnutzung von Wärme, von Hitze und den zugrunde liegenden Energieträgern, also zunächst Kohle, später auch Erdöl und dann Verbrennungsmotor. Also letztendlich unter Einsatz von fossilen Energieträgern. Diese da freiwillende Energie umzuwandeln, in dem Fall in Bewegungsenergie. Über einen Prozess des Dampfdrucks. Diese Technologie ist auch geprägt davon, die Natur, in dem Fall die Natur, unter Druck zu setzen und mit dem so erzeugten Druck Bewegung zu erzielen. Das gleiche Prinzip, was den Produktions- und Verwertungsprozess und den Arbeitsprozess schon geprägt hat, unter Druck zu arbeiten, unterdrückt zu werden. Das gleiche Prinzip, was in der Erziehung der Kinder an die Stelle von lebendiger Entfaltung getreten ist, sie unter Druck setzen. Dieses gleiche Prinzip findet sich jetzt wieder in der Technologie der Dampfmaschine. So wie die innere Natur unter Druck gesetzt worden war, durch diese langen Prozesse, die wir hier schon besprochen haben, so wie schon danach die Ökonomie eine Ökonomie des Drucks geworden ist, die es früher so nicht gegeben hat, so ist schließlich auch die Technologie eine Technologie des Drucks geworden. Unter Druck wird bewegt. Daraus wird der Bewegungsantrieb gezogen. Nun, man denkt, man kann sich das gar nicht groß anders vorstellen. Wie soll denn sonst bewegt werden? Außer unter Druck. Und umso interessanter wird es werden, wenn wir uns beschäftigen, und einige kennen das ja schon, mit einer völlig anderen Sichtweise der Technologie, wie sie in diesem Jahrhundert dann von Viktor Schauberger begründet worden ist. Der Viktor Schauberger hat gesagt, unsere Techniker bewegen falsch. Grundlegend falsch. Anstatt mit der Natur zu bewegen, bewegen sie gegen die Natur. Und wenn sie gegen die Natur bewegen, sträubt sich die Natur. Das heißt, es gibt Widerstände zu überwinden und zu brechen. Und dafür braucht es Kraft. Und die muss irgendwo herkommen. Und die kommt dann daher, in der Phase der technologischen Entwicklung, dass Rohstoffe der Erde entrissen werden, in einer Art übrigens, die den spirituellen, liebevollen Völkern und Stämmen völlig fremd gewesen wäre. Man reißt dem Organismus Erde etwas aus seinem oder ihrem Leib. Man schlitzt die Erde auf. Mutter Erde wird aufgeschlitzt. Werden die Innereien rausgerissen. Das hat diesen früheren spirituellen Stämmen wehgetan.
Hier war es selbstverständlich. Das muss der Erde entrissen werden, das ist die Energiequelle, das ist der Antrieb. Kohle, Erdöl, ja, und später die Atomkraft. Das muss der Erde entrissen werden, um mit dieser Kraft die Widerstände zu brechen, die die Natur dieser Art von unnatürlicher Bewegung unter Druck entgegensetzt. Das hört sich erstmal, wenn man es zum ersten Mal hört, völlig absurd an. Wie soll denn sonst bewegt werden? Und der Schaudager hat ja dann, und darauf kommen wir mal den ganzen Abend, gesagt, die Natur bewegt genau entgegengesetzt. Und das findet sich wieder im Wirbel, der hier auf einer Fläche dargestellt ist oder hier räumlich dargestellt ist oder angedeutet ist. Und das ist nur ein Teil des Geschehens, einwirbeln und wieder auswirbeln und wieder einwirbeln und wieder auswirbeln. Das ist ein Bewegungsmuster der Natur. Und im Wirbel passiert und geschieht genau das Gegenteilige dessen, was in dieser industriellen Technologie, also am Beispiel der Dampfmaschine und der Lokomotive und des Rades, was damit bewegt wird, in Erscheinung tritt. Warum? Ich will es ganz kurz andeuten an der Gegenüberstellung von Wirbel und Rad. Beim Rad ist es so, die Punkte weit weg vom Mittelpunkt bewegen sich schneller als die, die näher am Mittelpunkt dran sind. Ja, in der gleichen Zeit legt dieser Punkt diese Strecke zurück und dieser Punkt diese und immer weniger, je mehr es zum Zentrum kommt. Im Wirbel ist die Bewegung hier außen sehr langsam, während sie hier innen sehr schnell ist. Wer das noch nicht beobachtet hat und wahrgenommen hat, möge sich heute Abend, sofern vorhanden, in die Badewanne setzen und dann das Wasser auslaufen lassen. Oder mit Waschbecken geht es auch schon, man muss sich ja gar nicht reinsetzen. Waschbecken volllaufen lassen und ablaufen lassen. Und dann gucken, wie das ist mit dem Wirbel. Und dann vielleicht einen Brotkrumen oder irgendwas mal so außen auf diesen Wasserwirbel setzen und dann mal gucken, wie der sich bewegt. Das sieht ganz langsam außen. So, ganz langsam. So, wenn er sich jetzt treiben lässt und tragen lässt von dieser Bewegung, geht's zum Zentrum hin immer schneller. Und dann ist dieser Sog da. Das ist die Art und Weise, wie die Natur bewegt. Von außen nach innen und von außen nach innen immer schneller werdend. In der Natur vollziehen sich dabei übrigens, wenn das Wassermengen sind oder Luftmengen oder Gasmengen, in der Einwirbelung Abkühlungsprozesse. Die Dampfmaschine oder der Verbrennungsmotor hingegen brauchen für ihre Funktion Erhitzung und für die Erhitzung Energieumwandlung, also Kohle, Erdöl und so weiter. Letztendlich Ressourcen, die müssen der Erde entrissen werden. Dabei entsteht Hitze und nur ein Teil davon wird genutzt, der andere geht an die Umwelt, an die Gewässer, an die Luft, in die Atmosphäre, führt zu Erwärmung. Was findet noch statt bei diesen Verbrennungen? Schadstoffe. Damit wird die Umwelt nochmal belastet. Was findet noch statt bei diesen Verbrennungen? Wenn wir an den Verbrennungsmotor denken, dann ist das pop, pop, pop.
Anfang der Anfang. Es ist eine Explosionstechnologie. Eine Hitze- und Explosionstechnologie. Gucken wir uns den Wirbel an, der überall in der Natur so unglaublich viel bewegt. Nicht nur der Wasserwirbel im Fluss. Der Tiefdruckwirbel in der Atmosphäre. Unmengen von Luft- und Wasserdampfmassen werden dort bewegt. Gucken wir uns gar den Spiralnebel im Weltall an, durchs Teleskop. Was werden dort für Himmelskörper bewegt? Sie schwimmen, sie lassen sich bewegen durch etwas, was sich aus sich heraus bewegt, ohne Ursache und Wirkung, ohne Anstoß. Es bewegt sich aus sich heraus. Wenn also das der natürliche Bewegungsablauf ist, außen langsam, innen schnell, dann ist jede Bewegung eines Rades genau das Gegenteil davon. Außen schnell und innen langsam. Jede Bewegung eines Rades ist ein Kampf gegen die Natur. Und nicht von ungefähr hat es Kulturen oder Gesellschaften und Lebensweisen gegeben, die zwar die Kenntnis vom Rad hatten, die sich aber geweigert haben, das Rad in ihre Gesellschaft, in ihre Technologie einzuführen. Sie müssen wohl geahnt haben. Warum? Das Rad hat eine Technologie begründet, der Bewegung gegen die Natur. Und für alle Bewegungen gegen die Natur, auch für den Druck gegen die innere Natur, braucht es die entsprechende Kraft, die den Druck ausübt. Und die muss irgendwo abgezweigt werden. Und beim einzelnen Menschen, der unterdrückt wird und unter Druck erzogen wird, wird diese Energie aus den eigenen lebendigen Quellen abgezweigt und fehlt dann für lebendige Entfaltung. Bei der industriellen Explosions- und Hitzetechnologie wird diese Energie abgezweigt aus, wenn man so will, Mutter Erde und ihren Innereien entrissen. Und umgewandelt mit all den kurz erwähnten, dann auch umweltbelastenden Folgen. Die Ressourcen, die dafür erforderlich sind, werden auf der Grundlage dieser Technologie notwendig immer knapper. Es wird ein immer stärkeres Ringen, ein immer stärkerer Kampf um die Kontrolle bezüglich dieser Rohstoffe geben müssen. Das kann sich zuspitzen, nicht nur in ökonomischen, nicht nur in politischen Konflikten, auch in militärischen, das heißt bis zum Krieg. Wie viele Kriege sind schon geführt worden mit dem Hintergrund? Und die Umweltbelastung besteht in der Erhitzung, in der Erwärmung dann auch der Gewässer und der Erdatmosphäre, in der Lärmbelästigung der Explosionsmotoren, die sich auch bei Schalldämpfung nicht ganz vermeiden lassen und. Also diese These von Viktor Schauberger, der uns noch mal einen ganzen Abend beschäftigen wird, unsere Techniker bewegen falsch, grundlegend falsch. Und wenn er gesagt hat, mit der Natur bewegen anstatt gegen sie, hat er genau das gemeint. Die industrielle Technologie ist eine Technologie der Naturbeherrschung und die ihr zugrunde liegende Wissenschaft. Wir haben es hier am Beispiel der Naturwissenschaft ein paar Beispiele abgeleitet. Die beinhaltet zutiefst dieses Prinzip des Unterdrucksetzens. Und der Druck, der dahinter steht, scheint mir der Verwertungsdruck des Kapitals zu sein. Und dann kann man sich wieder fragen, warum hat sich die Menschheit in dieser historischen Entwicklung ausgerechnet eine solche Ökonomie geschaffen?
durch die sie selbst oder große Teile davon unterdrückt werden. Und wo sie eine Technik brauchen, wo sie das gleiche Prinzip auf anderer Ebene fortsetzen. Die Fortsetzung der Unterdrückung mit anderen Mitteln, mit technologischen Mitteln. Und wo sie eine Erziehung haben, die sie selbst unter Druck setzt. All das ist in den früheren Kulturen, die spirituell verbunden waren und liebevoll miteinander gelebt haben, völlig fremd gewesen. Um wie viel weiser scheinen diese früheren Lebensweisen gewesen zu sein? Es waren Lebensweisen, fällt mir gerade ein. Das waren Lebensweisen. Weises Leben. Im Einklang mit der Natur, anstatt im ständigen Kampf auf allen Ebenen gegen sie. Und wenn es darum geht, und das ist ja die Überschrift über die ganze Veranstaltungsreihe, nicht nur über die Frage, wie ist Gewalt entstanden und in welchen vielfältigen Formen hat sie sich entwickelt und ausgebreitet und in welchen vielfältigen Strukturen ist sie strukturell verankert, dann ist das tiefere Verständnis der Entstehung der Gewalt nach meiner Auffassung die Grundlage dafür, um Wege zu ihrer Überwindung zu finden. Denn die liegen auf all den Ebenen, genau in der anderen Richtung. Dem Lebendigen, Fließenden den Weg zu geben und zu öffnen und Bewegungsformen auch in der Technologie zu entwickeln. Ich sage mal, des sich treiben Lassens. Emotional Lebens- und Liebesformen entwickeln oder schützen, wo Menschen sich auch in der Liebe treiben lassen können. Und Menschen, die das an sich erfahren haben, wie erfüllend das sein kann, werden auch in der Lage sein, andere Bewegungsprinzipien des sich treiben Lassens, des sich Hingebens an die Naturprozesse zu entwickeln, so wie es frühere Kulturen gehabt haben. Und dann werden sie auch andere Formen von Arbeit und Produktion entwickeln, wo sie mit Hingabe arbeiten. Es gibt eine Arbeit, die mit Hingabe geschehen kann. Nur ist das den meisten Menschen auf so dramatische Art abhanden gekommen, diese Erfahrung. Aber wenn es darum geht, Wege der Überwindung der Gewalt in ihren vielfältigen Formen zu finden, dann scheint mir das die Grundorientierung zu sein. Mit der Natur, mit der inneren wie mit der äußeren Natur, sich bewegen lassen, anstatt auf allen Ebenen gegen sie anzukämpfen, die verbindenden, die teilverbindenden Fließprozesse zu zersplittern, zu blockieren, zu erstarren, all das scheint der Weg in die Destruktion zu sein, der Weg in Richtung Heilung scheint darin zu liegen, die Zersplitterung, den Grad der Zersplitterung abzubauen und die natürlichen Fließprozesse ganz zu lassen, heil zu lassen oder sie wieder anzuregen in Richtung Heilung. Soweit für heute.